Deutschland zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Doch die Inflation der vergangenen Jahre macht vielen zu schaffen. Im Jahr 2022 lag das Durchschnittsgeldvermögen der Deutschen bei 88.600 Euro, fast 6% weniger als im Vorjahr. Absolute Kleckerbeträge müssen sich einige wenige Deutsche bei dieser Größenordnung wohl denken. Denn ihre Konten weisen schwarze Zahlen im 11-stelligen Bereich auf. Heißt, sie verfügen über mehr als 10 Milliarden Euro bzw. Dollar. Diese T-Online-Animation zeigt, wer in der Liga der deutschen Superreichen ganz oben mitspielt und wie deren enormes Vermögen entstanden ist. Hinter diesen Lebensmitteln steckt der Mann auf Platz 1. Dieter Schwarz ist der Gründer von Lidl und verfügt über 45,8 Milliarden US-Dollar. Auch wenn er sich aus der Öffentlichkeit fernhält und es kein einziges offizielles Bild von dem 84-Jährigen gibt, ist sein Werdegang bekannt. 1973 eröffnete Schwarz den ersten Discounter, später folgte die Gründung der Supermarktkette Kaufland. Die Schwarz-Gruppe wuchs schnell und Filialen wurden auf der ganzen Welt eröffnet, mit beträchtlichem wirtschaftlichen Erfolg. Privat ist Schwarz seit 60 Jahren verheiratet und engagiert sich in sozialen Projekten, unter anderem durch seine eigene Stiftung. Platz 2 der reichsten Deutschen belegt mit einem Vermögen von 29,2 Milliarden US-Dollar Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne, hier mit seiner Frau Christine. Der 86-jährige Hamburger ist Inhaber des Logistikriesen Kühne und Nagel, den sein Großvater gründete. Außerdem machte Kühne viel Geld mit Aktien. Zum Beispiel ist er mit 30% an der Reederei Hapag-Lloyd und mit mehr als 17% an der Lufthansa beteiligt. Außerdem ist er Anteilseigner des Hamburger Sportvereins. Heute lebt der Unternehmer in der Schweiz. Reinhold Wirth und seine Familie belegen Platz 3 des superreichen Rankings. Sie besitzen etwa 28,7 Milliarden US-Dollar. Der Deutsch-Österreicher Wirth hat sein Vermögen dem Schraubengeschäft seines Vaters zu verdanken. Das entwickelte er nämlich nach dessen frühem Tod ab Mitte der 1950er Jahre zu einem weltweit tätigen Handelskonzern. Neben seinem Unternehmen liegt ihm vor allem die Kunst am Herzen. Heute umfasst die Sammlung des 88-Jährigen etwa 20.000 Werke. Die Plätze 4 und 5 der reichsten Deutschen belegt ein Geschwisterpaar. Der 57-jährige Unternehmer Stefan Quandt blickt auf ein Vermögen in Höhe von 24,4 Milliarden US-Dollar. Seine 4 Jahre ältere Schwester Susanne Klatten kommt immerhin auf stolze 23,5 Milliarden und ist damit die reichste Frau des Landes. Womit die jüngsten beiden von 6 Geschwistern so reich wurden? Mit diesen Autos der Marke BMW. Denn die beiden haben hohe Anteile an den bayerischen Motorenwerken geerbt. Ihr Vermögen investieren sie in große Technologien, Chemieunternehmen oder erneuerbare Energien und mehren es damit stetig. Würde man das Vermögen der Geschwister als Familienvermögen werten, wären sie übrigens die Spitzenreiter auf der Liste der deutschen Superreichen.